Heimfelde nach einem Unfall. Dann wird noch einmal geblitzt, und zwar auf der B73 unter der Heimfeldbrücke. Da steht ein Blitzer einmal in Richtung Buxtehude und der andere, der blitzt in Richtung Harburg. Ganz lieben Dank, Andreas, fürs Anrufen und Ihnen eine gute und sichere Fahrt. Ihre Blitzer und Staus durchgeben kostenfrei im Verkehrszentrum Roter Baum 08000 93 93. Stefan Henninger, BR 90,3. Moin. Und müssen die Schnellsinner Angst um ihre Kinder haben, weil ja ein Wolf dort gesichtet wurde? Wir klären es gleich. Nach 150 Metern rechts halten. Jetzt rechts halten. Nach 300 Metern links abbiegen und dann links abbiegen. Nach 400 Metern rechts halten. Rechts halten.
Verlauf der Straße für 4 Kilometer. Verkehrsmeldung. So, einmal bitte aufgepasst auf der A1 Richtung Bremen. Da hätten wir ein defektes Fahrzeug zwischen Hildfeld und Dibbersen und ganz frisch reingekommen. Auch eine Meldung von der A7 Richtung Norden. Hier liegt ein Reifen und zwar Höhe der Raststätte Heumort. Bitte fahren Sie da vorsichtig. Schmuckstück oder Schandfleck, also nicht Kapinski, sondern so manches Gebäude, welches unter Hamburger Denkmalschutz steht. Darüber kann man streiten, die City-Hochhäuser neben dem Hauptbahnhof zum Beispiel. Denkmalschutz hat schon was zu bedeuten und dann sollten sie auch stehen bleiben. Also ich bin eigentlich auch für Denkmalschutz, aber ich denke, dass solche hässlichen Bauten nicht geschützt werden müssen. Was denken Sie über den Denkmalschutz in Hamburg? Geben Sie uns Ihre Fragen an Christina Sassenscheid vom Hamburger Denkmalverein, Michael Osterburg von den Grünen im Bezirk Mitte und Thorsten Plomm vom Grundeigentümerverband durch. Rufen Sie uns gerne kostenfrei an. 08000 90 93 3. Die Antworten der Experten ab 20 Uhr im Treffpunkt Hamburg mit Daniel Kaiser. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
little guy. You're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for dandy, dandy. Check out the ladies. Tickle in the fancy. Pouring out your charm to meet your own demands. And turn it off at will. Oh, they long for dandy. Jetzt rechts halten. Auf die Autobahn fahren. Lesen, welcher auf einem Feld ein Schaf gerissen hat. Wie geht eigentlich die Stadt damit um? In der Umweltbehörde ist Sven Baumung fürs Wolfsmanagement zuständig. Moin. Hallo, Herr Heller. Wölfe in Hamburg, ein Einzelfall oder müssen wir uns daran gewöhnen? Bisher ist es ein Einzelfall, dass dieser Riss vonstatten ging. Es gab schon einen davor einen Nachweis, 2007 auf dem Hof Eggers in der Ohe, im Bezirk Bergedorf, auch ein durchwandernder Wolf. Das kann durchaus passieren, dass in Zukunft häufiger auch mal ein Wolf durchwandert. Dass sich hier komplett eine Rute etabliert, ist sehr unwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, wenn, dann würde das irgendwo in Schleswig-Holstein tun. Einige Schnelsener sorgen sich um ihre Kinder. Sind die denn beim Spielen auf den Feldern und drumherum in Gefahr? Ich nehme die Ängste auf jeden Fall sehr ernst. Aber ich persönlich habe überhaupt keine Angst. Ich würde mich sogar sehr freuen, mal in Deutschland und gerade auch in Hamburg einen Wolf zu sehen, das ist ja was Außergewöhnliches. Ich denke nicht, dass man Angst haben müsste, weil ein Wolf, normal sich verhaltener Wolf, der würde die Menschen meiden. Eher ist der Wolf durch den Menschen Gefahr. Es gibt ja leider immer wieder viele totgefahrene Wölfe. Von diesen 4 dänischen Wölfen, die hier nach Norddeutschland rübergekommen sind jetzt und die sich auf Wanderschaft befinden, ist einer schon totgefahren worden. Und auch die illegale Verfolgung ist ja nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt die zweithäufigste Todesursache beim Wolf. Unternimmt Hamburg jetzt eigentlich irgendwas gegen den Wolf oder sind Sie in der Umweltbehörde nun froh, dass er da ist oder war? Was heißt froh? Für mich ist es eine tolle Sache, dass der Wolf wieder da ist. Und wir unternehmen natürlich nichts gegen den Wolf. Dürfen wir ja gar nicht, denn der ist streng geschützt, diese Art. Deshalb ist auch überhaupt, also es ist keine Veranlassung. Keiner möchte dem Wolf irgendwas tun. Thank you.
Meter rechts halten und die Ausfahrt nehmen. Stiefel, guten Abend. Der Hilferuf aus Brustedt ist in Kiel angekommen. Die Landespolizei wird ab sofort 24 Stunden rund um die Uhr vor Ort sein. Außerdem werden zusätzlich zwei Polizeiautos ab Montag Streife fahren rund um die Flüchtlingsunterkunft. Bürgermeister König hatte sich ja über das Benehmen vieler Bewohner aus der Landesunterkunft beklagt. Innenstaatssekretär Thorsten Gerz. Also ich will den Bürgern in Brustedt natürlich das Zeichen geben, dass wir sie selbstverständlich überhaupt nicht allein lassen, dass wir ihre Sorgen sehen, dass wir das Verhalten einzelner Flüchtlinge, die keine Lebensperspektive haben, nicht akzeptieren. Teils schwere Gewitter beenden die Hitzewelle in Deutschland. Von Westen zieht im Moment eine Kaltfront Richtung Norden weiter. Am Frankfurter Flughafen musste wegen einer Unwetterfront für rund 30 Minuten der Betrieb eingestellt werden. Auch die ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt war am Nachmittag wegen Unwetterschäden zwischenzeitlich gesperrt. Schleswig-Holstein wartet noch auf den Regen. Der deutsche Wetterdienst warnt aber auch an der nordfriesischen Küste und den Inseln vor Unwettern mit Orkanböen. Der Landesfeuerwehrverband erinnert nochmal daran, Laub und Dreck aus Gullis und Abflussrinnen zu entfernen, bevor der große Regen kommt. Volker Arp vom Landesfeuerwehrverband. Ganz wichtiger Hinweis, sollten Sie sich draußen befinden und sollte das Gewitter auf Sie zukommen, immer aus dem Gefahrenbereich begeben. Beste Möglichkeit Häuser, wenn es diese nicht gibt, in Fahrzeuge begeben, fahrradtechnischer Käfig sichert das alles ab. Des Weiteren aber nicht unter Bäumen aufhalten, nicht an Strommasten, an Gittermasten, sondern wenn, versuchen in eine Mulde zu hucken, wenn man nicht mehr irgendwo anders hinkommt, um sich in Sicherheit zu bringen. Die alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf einem Acker in Schwentinental bei Kiel entdeckt wurde, stellt keine Gefahr mehr dar. Die Experten vom Kampfmittelräumdienst haben für die Entschärfung des Blindgängers etwas über eine Dreiviertelstunde benötigt. Die Bombe war bei der Auswertung von Luftbildern entdeckt worden. Auch Ryanair-Passagiere in Hamburg müssen sich morgen auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Je 6 Starts und Landungen werden am Hamburg Airport gestrichen. Alle Infos zum Streik bei Ryanair, den Ausfällen in Hamburg und welche Rechte Sie als Fluggast haben, finden Sie auch bei uns im Internet unter rsh.de. RSH Nachrichten. Bei uns immer um 5 Uhr. RSH Wetter.
Janina, es geht in den Donnerstag Feierabend leider mit einer Unwetterwarnung. Ja, allerdings der deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Stunden eigentlich sogar bis in den morgigen Vormittag hinein vor schweren Gewittern, vor unwetterartigem Starkregen, teilweise plattern da wirklich 40 Liter pro Quadratmeter runter. Hagel ist mit dabei, Sturmböen an der Nordsee, auch orkanartige Böen, also das wird eine ziemlich unruhige Nacht. Höhepunkt des Ganzen dann so, ja, zwischen 22 Uhr und Mitternacht, dann vor allem in den Kreisen Rendsburg, Eckernförde und auch Schleswig-Flensburg, aber auch so im Kreis Steinburg bekommen sie noch einiges ab. Dahinter wird es dann aber trockener, vor allem wenn wir in Richtung Wochenende gucken. Okay, bis zum Samstag müssen sie immer noch mal einen Schauer oder auch ein Gewitter in Kauf nehmen, besonders in der Westhälfte. Aber der Sonntag, der sieht im RSH-3-Tage-Trend dann wirklich wieder schick aus. Meist trocken, die Sonne kommt wieder und wir schaffen bis zu 25 Grad. Ist ja auch wichtig, denn RSH, der beste Verkehrsfunk, exklusiv für Schleswig-Holstein. Um den Satz zu Ende zu bringen, wir feiern am Sonntag RSH-Pop am Strand. Also von daher super wichtig. Ich habe mit dem Computer einen kleinen Streich gespielt. So, das ist der einzige mit Pünktlichkeitsgarantie und Echtzeitmessung, die A1 Bremen Richtung Hamburg zwischen Maschner Kreuzerbild steht. 10 Kilometer stockt es hier, kostet sie leider 50 Minuten. A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Aufschlag und Raststätte Hüttener Berge. Da sind es 3 Kilometer, sind 15 Minuten plus. Weiter Richtung Hamburg zwischen Kaltenkirchen und Hennstedt-Ulzburg auch nochmal 3 Kilometer gezuckelt, ebenfalls eine Viertelstunde. A7 Hamburg Richtung Hannover, also weiter Richtung Süden, von Volkspark bis Hausbruch, insgesamt 6 Kilometer geschubst. Eine gute halbe Stunde auch nochmal, die ziemlich zähe Geschichte, die A7 heute. Dann die A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Dreieck Südwest und Hausbruch, 3 Kilometer. Hier sind es 15 Minuten plus und weiter Richtung Norden zwischen Volkspark und Stelling nochmal 4 Kilometer, 20 Minuten obendrauf. Mann, Mann, Mann. Und B76 Plön Richtung Kiel zwischen Ostring und Theodor-Heuss-Ring, 4 Kilometer mit 30 Minuten Verzögerung für Sie. Die B76 Kiel Richtung Plön, auch verstopft zwischen Kiel-Mitte und Theodor-Heuss-Ring mit 3 Kilometern, aber nur 15 Minuten Verzögerung. An der Elbfähre Glückstadt Richtung Wischhafen müssen Sie aktuell etwa 2 Stunden Wartezeit einkalkulieren. Die neuesten Blitzer nur bei RSH Brockenlande, Hamburger Chaussee ist das auf beiden Seiten. Ein Barm steht in der Mühlenstraße, wenn Sie aus Luzern kommen. Dann Burg Dithmarschen, Waldstraße auf beiden Seiten aufpassen, außerdem in Rheinsbüttel im Ortsausgang Richtung Büsum und in Embüren in der Hauptstraße Richtung Rendsburg. Das haben uns Volker, Volkmar, Denise, Sabine, Uwe und Bettina durchgeben. Schönen Dank dafür. Wenn Sie auch noch was sehen, Stau oder Blitzer, dann rufen Sie doch gerne an. Kostet nichts auf der 0800 80 20 300. Blitzer, Verkehr und mehr gibt es jederzeit auch für Sie zum Nachhören in der RSH-App. Gute Fahrt. Einen schönen Donnerstagfeierabend wünschen wir Ihnen, falls Sie heute Abend Lust auf Oper hatten. Kleiner Tipp nochmal von uns, Nabucco Classic Open Air, Giuseppe Verdis. Tolle Oper, heute Abend im Schloss Glücksburg ist abgesagt worden, wegen eben der Unwetterwarnungen. Aber kein Problem, die Show wird dann am Sonntag nachgeholt. Und was das Unwetter ansonsten noch so in Schleswig-Holstein schon an Vorboten hat, das hören Sie gleich bei uns. Bin. Finden, dass ich leise.
Ich hab's nicht mal gehört. Oh.
Donnerstagabend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Schleswig-Holstein. Neubayerisch war gleich für Sie Selena Gomez und Back to You. An diesem Jahrhundert-Sommerabend warten wir auf die lang ersehnte Abkühlung. Obwohl das für einige gar nicht so lustig ist, wie zum Beispiel für die Camper vom Campingplatz Wes am Ostseefjord Schlei. Von dort Anke Nissen jetzt bei mir. Wie ist denn allgemein die Stimmung? Sind die schon im Abreisemodus? Ja, schon mal angedacht, aber es ist jederzeit möglich. Also man kann jederzeit spontan auch ganz schnell sein Zelt abbauen. Die meisten sind aus der Umgebung, aus Kiel oder Hamburg und sind dann auch schnell zu Hause. Also wäre jederzeit möglich abzureisen. Anke, wie sieht es denn mit den Campern aus, die jetzt zum Beispiel nur mit einem Zelt unterwegs sind? Seid ihr da vorbereitet, wenn denn so ein großer Regenguss kommt? Ja, wir haben einen großen Aufenthaltsraum, da kann jederzeit dann auch sich aufgehalten werden und auch mit Zelt rein da. Du machst das ja auch schon eine Zeit lang dort auf dem Campingplatz, Anke. Was war denn bei bisherigen Unwettern immer so? Wir haben natürlich schon so ganz plötzlich Unwetter gehabt und wir haben dann, wie gesagt, auch immer den Aufenthaltsraum, da haben wir schon Schulklassen geschlafen, die dann einfach umgezogen sind in den Raum, haben ihre Matten ausgerollt. Überhaupt kein Problem. Also auch dort ist für alle Eventualitäten gesorgt. Danke, Anke Nissen vom Campingplatz Wes am Ostseefjord Schlei. Passen Sie aber auch auf, wenn Sie zu Hause geblieben sind, zum Beispiel auf dem Balkon. Die Pflanzen, die brauchen zwar Wasser, aber wenn es denn richtig losgeht mit den großen Regentropfen, dann könnten die auch tatsächlich kaputt gehen, wenn die ganze Erde rausgespült wird. Also haben Sie ein Auge auf Wäsche, Blumen und Co. Und dann wünsche ich Ihnen eine entspannte Abkühlung mit RSA. Genießen Sie den Abend. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Die zweite Ausfahrt nehmen. Verkehrsfunk exklusiv für Schleswig-Holstein.
mit einer wichtigen Meldung vom Deutschen Wetterdienst. Im norddeutschen Raum muss bis voraussichtlich morgen Vormittag 10 Uhr mit schwerem Unwetter, orkanartigen Böen und schwerem Gewitter gerechnet werden.
10% Performance für nur 0,9%. Profitieren Sie jetzt vom Land Rover Performance Leasing und sichern Sie sich attraktive Konditionen bei Premium House Nerkorn GmbH und Co. KG in Flensburg. Weißt du, was jetzt geil wäre? Der Hamburger Royal Käse mit 100% saftigem Beef und der McWrap Chicken Sweet Chili für je nur 1,99. Jetzt für kurze Zeit bei McDonald's Beste. So schmeckt nur McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Oh, jetzt ist er mir wieder im Wasser, Herr Nachbar. Immer braun gebrannt und mit Urlaubsgepäck. Wie macht er das? Also früher oder später? Nach einem Kilometer Reichzeit. 39,99 € zu den schönsten Urlaubszielen weltweit. Jetzt buchen nur für kurze Zeit im Reisebüro oder unter Condor.com. Condor, wir lieben Fliegen. Mit Crunchips wird gefeiert. Heute gute Vorsätze. Du hast deine Ernährung umgestellt. Die Chips stehen jetzt links vom Laptop. Das muss gefeiert werden! Mit nach 500 Meter rechts halten. Einen schönen guten Abend. Die Polizei nah am Bürger. So lautet das Ziel von Schleswig-Holsteins neuen Landespolizeichef. Michael Wilks hat vor gut einer Woche sein Amt angetreten. Er spricht davon, dass es nie besser ausgebildete Polizisten gegeben habe als heute. Über das Stichwort Bürgerpolizei sagte er uns: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt für mich. Wir sind für den Bürger da, das ist unser Grundauftrag. Deshalb kann es nur darum gehen, die Bürgerpolizei zu sein. Und die Bürgerpolizei auch dann zu bleiben, wenn wir von schweren Situationen sprechen, also Stichwort islamistischer Terrorismus. Wir schaffen uns Distanzwaffen an, um dann in einer herausragenden Situation Straftäter kämpfen. Jetzt links abbiegen und dann rechts abbiegen. Drei junge Hamburger sind gestern vorm Eidersperrwerk in Seenot geraten. Hohe Wellen hatten das Ruder ihres Segelbootes zerstört und es dann zum Kentern gebracht. Die drei Segler stürzten ins Wasser, wurden aber sofort von den bereits eingetroffenen Seenotrettern an Bord genommen. Anke Riems von den Seenotrettern. Die Seenotretter haben Sie natürlich sofort nach Eiderdamm gebracht, haben Sie unterwegs versorgt, haben Sie auch medizinisch versorgt. Die drei waren alle drei unterkühlt. Das Boot ist tatsächlich gesunken. Die Seenotretter haben dort noch eine Boje ausgebracht. Aber die drei sind dann an den Landrettungsdienst übergeben worden und ins Krankenhaus gekommen. Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung und plötzlich muss sich ein Verwandter oder Nachbar um wichtige Dokumente kümmern. Für so eine Situation kann sich ab jetzt jeder bei der Stadt Flensburg kostenlos eine sogenannte Notfallmappe abholen. Neben persönlichen Daten wie Passwörtern können darin beispielsweise auch Vollmachten und Versicherungen abgelegt werden. Nachrichten aus Ihrer Region. In der ersten Nachthälfte gibt es noch kräftige Regenschauer und Gewitter. Zum Morgen hin wird es dann etwas ruhiger. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad. Der erste Drei-Tage-Trend. Morgen und auch die nächsten Tage wird es wechselhafter. Sonne, Wolken, Schauer und Wolken. Allem ist etwas dabei. Und auch die Temperaturen haben sich abgekühlt. Maximal gibt es 23 bis 25 Grad. RSH, der beste Verkehrsfunk, exklusiv für Schleswig-Holstein.
der einzige mit Pünktlichkeitsgarantie und Echtzeitmessung. Er staut sich auf der A1 Bremen Richtung Lübeck zwischen